Was war denn das für eine Lache, du kranker Bastard? Okay, das ist noch kranker. Mama, bitte lieber die Pornoklauen lachen. Alter, was kann... Mama, was ist hier? Mama, Hilfe. Wir sind behindert. Pochilobby. Hallo, meine Lieben. Liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer Rosenberg Stories Runde. Ja, ich bin hier wieder mit den ganzen Arschlöchern endlich wieder bei einer neuen Folge von Black Stories. Achso, jetzt brechen wir also den Bann. Auf jeden Fall. Jetzt, das machen wir dann in deiner Folge, Simon. Okay. Und so haben wir ja vorhin schon mal kurz aufgenommen und da ist alles schief gelaufen. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich in der Motivation, was aufzunehmen. Aber ich muss jetzt einfach das durchziehen, mit diesen inkompetenten kleinen Gollums was zu machen. Jetzt mache ich nochmal kurz die Vorstellung. Die kennt ihr eh, also den Henrik. Der Boss. Ja, Penner. Genau, dann hier den Neibuff-LP namens Fabi, weil er ist ja auch rückwärts gelesen. Du weißt schon, Gollum heißt. Richtig? Ja. Ja, genau, hallo. Fabo. Übrigens, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. War ein Scherz! Alter, okay. Und noch den Graskopf, ja. Ja, guten Hallo. Abend. Der Öpa-Ingol ist wieder in der Hut. Ja, und die heutige Black Story heißt Abfuhr. Übrigens hat Graskopf auch schon mal ganz viele Abfuhren bekommen. So. Stimmt geil. Der Theo. Also, Theo. Ich guck mir das immer vorher. Ist okay, ist okay. Schau, Henrik schlaft schon wegen dir. Mann, jetzt. Also, Theo bekommt von Ulrike einen Korb. Kurze Zeit später ist er tot, der Arme. Er lacht einfach voll die Schadensfreude, Alter. Bei dem Korb ein vergifteter Apfel. Ob nein. Das ist. Ey, das ist aber voll die geile Idee. Alter. Ich muss es mir selber erstmal durchlesen. Das war aber ein materieller Korb, oder? Ja. Das ein Basketballkorb. Ja, Alter. Ah, cool. Okay, jetzt weiß ich's. Nein, es war kein Apfel. Aber war es ein Korb? Also ein reeller Korb? Ja. Nee, das war so ein virtueller Korb. So ein. Sag mal, kennt ihr die Black Story jetzt auch, oder was? Nein, aber das ist voll gut. Alter, wäre das echt so der Fall gewesen, ich schwör's, ich hätte das Projekt komplett abgebrochen. Ich hätte euch so einfach blockiert und was weiß ich. Also ja, da war auf jeden Fall was mit einem Korb. Mit einem Korb. Was war im Korb drin? Na, das also kein ja oder nein Apfel. Fragen. Nö, kein vergifteter Apfel. War ein Patilavi drin. Ja, kostenlos. Ja. Oh. Ach, nackig geil, das ist Geld geben, Alter. Und unbehaart und ist extrem willig, äußerst selten. Ja, ist also ja eklig. So nach dem Prinzip, ja, sag du. Falls ihr so eine richtig billige Nutte wollt, schreibt Patti einfach mal an. Ja, genau, das war K1 zufälligerweise. Ja, K1 hat mich angeschrieben gehabt, ob ich mal mit den Vögeln will. Und der steht da sowieso auf so kleine Kinder. Und da dachte ich mir, hey, da biete ich mich doch gleich mal an. Ja, ich bin ein schönes Mädchen. Habt ihr das in der WhatsApp-Gruppe übrigens gesehen, wo das Auto so gequalmt hat? Ja. Zum Glück nicht. Geil, wa? Ja, das waren so Effekte, toll. Weißt du, so, toll. Da ist so eine, da ist so eine Nebelmaschine in deinem Auto. Nein, Alter. Wunderbar. Dumm, Alter. So, jetzt aber weiter. Ich guck's mir jetzt an. Ich geh jetzt mal kurz was trinken, ich bin gleich wieder da. Mann, das ist so ein, okay, wir machen einfach ja, mal gut, jetzt machen wir einfach mal ohne okay, weiter, genau. So produktiver so. Okay, ja, Also, Also ich brauch die Story nochmal, ich muss mich gerade auf okay. die Muskelaber konzentrieren. Also Theo bekommt von Ulrike einen ich Korb. Kurze Zeit später ist er tot. So. Ist er oder ist sie es, tot? Ist es relevant, warum sie ihm einen Korb gegeben hat? Kork, Alter. Ja. Ihm einfach einen Korken gegeben. Ja, ist relevant. Und man sieht, Simon ist zurück und das Niveau sinkt. Ja. Jetzt kann gar nichts singen, Alter. Niveau ist unten. Das Niveau sinkt ein Lied. Das Niveau hat das Gebäude verlassen. Ich wiederhole. Das Niveau hat das Gebäude verlassen. Durchsage Ende. Ja, weiter. Okay. Also, warte mal, war es jetzt relevant oder nicht relevant? Es war relevant. Okay, es war relevant. Okay. Aber es war, wie gesagt, ein materieller Korb. Ja. Gesundheit. Dankeschön. Ja, in Bayern sagt man übrigens Hachi. Ja, er war materiell. Ja, in Bayern sagt man Heil Hitler. So, weiter.
Nee, das hat man in Österreich so gesagt. Ja gut, teilweise auch in Deutschland, aber das ist Vergangenheit. Kennt ihr das, die SS-Klasse von Ben? Wie wär's, wenn ihr jetzt endlich mal weitermacht und nicht über so Nazi-Geschichten reden wollt? Also bitte! Okay. Der Einzige, der die das nicht macht, bin immer ich, Alter. Ja, deine Mama hat eine A-Klasse, Alter, aber im Hinterteil, das sag ich dir. A-Klasse? Ja, jetzt auch, weiter. Witzig, ja, finde ich auch. Ah. Wir haben ja schon mal 5 Minuten. Okay. Also in dem Korb war irgendwas drin, was ihn umgebracht hat, auf jeden Fall. Das ist richtig. Okay. Vielleicht hat aber auch der Korb ihn direkt umgebracht. Jetzt versucht er erstmal zu erraten, was in dem Korb drin war. Achso, also der Inhalt des Korbs war relevant für seinen Tod. Ja, auch. Also erstmal war der Korb Material, ja, und was war halt da drin, das ist auch... War da was Lebendiges drin? Nein. Ja, und der Elefant. Stell dir mal vor, der Typ, der irgendwie erlebt. Was war denn das für eine Lache, du kranker Bastard? Okay, das ist noch kranker. Mama, bitte lieber die Pornoklauen lachen. Alter, was kann... Mama, was ist hier? Mama, Hilfe. Die sind behindert. Alter, das nehme ich auf jeden Fall ins Opening. Nein, okay. Ja? Ja? Ja, ja, ja. Okay. Was war es denn jetzt? Was war's? Also, es war auf jeden Fall was im Korb, was relevant ist für seinen Tod, also jetzt. Okay, es war kein Elefant. Nein. Eine Giraffe. Nein. Esel. Nein. Ein Krokodil. Leopard. Nein. Kein Tier. Eisbär. Kein Tier. Kein Pferd. Ein Roboter. Eine Titanic. Roboter. Nein. Ein Auto. Es ist was zu essen. Etwas zu essen. Banane. Eisbergsalat. Kekse. Was? Gar nicht stimmt, was sie sagt. Also, was will er mit einem Eisbergsalat? Was ist daran so witzig, wenn ihr jetzt Eisbergsalat isst? Alter, was ist los mit euch? Ganz ehrlich, wartet zufälligerweise gerade in Berlin in den Coffeeshop da mit dem Marihuana-Scheiß oder was? Was ist los mit dir? Nein, keine Pilze. Da war die Hupe. Eine explodierende Torte drinne. Eine Torte war drin, richtig. Die Hupe. Ja, also, es war... Nein, ich will jetzt endlich die Kacke hier... Okay, einmal noch. Also, jetzt, es war ein Kuchen. So. Okay, ich hatte eine Torte. Warten jetzt. Nein, das ist ein Kuchen. Ein Kuchen? Also keine Torte. Ein Kuchen! Ein Kuchen, okay. Kam aus dem Kuchen ein Zombie raus und der Zombie hat ihn dann so angefressen. Alter, wo lebst du bitte? Hast du zu viel Hero geschaut oder was? Ist so, Alter. Junge! Da war so eine Boxhand, war in dem Kuchen drin. Schön wär's. Jetzt weiß ich, wie Henriks 16. Geburtstag abgelaufen ist, Alter. Das ist schon ein bisschen her, keine Ahnung. Ich war betrunken. Er bekommt betrunkene Boxhandschuhe in die Fresse. Kennst du das auf Jackass mit diesem Plakat, was mal kleiner wird? Nee, Alter. Kennst du nicht? Alter. Pass auf. Da ist so ein Plakat an der Wand, ne? Die 2 Minuten habt ihr noch, wollt ihr nur mal so sagen. Kirchensteuer auf dem angehellten besteuerten Kapitalträger wird ab dem 1. Januar 2015 automatisch... Was? Wollen wir jetzt nicht mal weitermachen? Also... Nö. Was für eine Geheimzutat hat sie denn da reingebacken, wenn ich fragen darf? Sie hat... TNT. Nein. Sie hat nie... Irgendwas mit... Mit... Irgendwas Giftiges halt. Irgendwas. Was wollt ihr mit Schrauben, Alter? Seit wann kann man von Schrauben sterben? Ganz ehrlich, das kann man doch wieder rauspumpen. Nein. Zyankali-Kapseln. Ja. Was? Ja, wohl. Was sollte er in den Kuchen sein? Ich glaube, er ist sowieso gerade in Google irgendwo drin und da steht, was eine Zyankali-Kapsel gab. Das ist die Black Story. Jetzt mache ich mich einfach schlau und sag's einfach mal. Das war ein Zyankali-Kuchen. Ja. Es war ein Zyankali-Kuchen. Nein, ohne Schrauben. Und dem Elefanten. Hör mal für den verfickten Elefanten oder Tieren oder Schrauben oder sonst was! Eisbergsalat! Fick dich mit deinem Eisbergsalat! Mann! Was ein Trash-Folge, Alter. Okay, dann löse jetzt auf. Los. Also, Ulrike hat dem lieben Theo, übrigens Henriks Vater, einen Kuchen. Ja, wer ohne das? Fick dich mit deinem verfickten Eisbergsalat, Mann! Junge! Also, ohne Witz. Ja, du bist vom Wickeltisch damals auch gefallen.
Also, so, Ulrike, ne, Ulrike hat dem lieben Theo ein... Alter, nee. Ulrike hat dem lieben Theo einen Kuchen mit einer Geheimzutat gebacken. Zyankali. Was ist mit Schrauben, Alter? Sag mal, warst du letztens irgendwie ein Obi einkaufen? Hast du dir da irgendwie von irgendeinem Verkäufer irgendwie eine Gehirnwäsche unterziehen lassen oder was? Ey, ist mal eine Frage, ey, was wäre, wenn der gesagt hätte, ey, lass uns den Kuchen zusammen essen. Ja, dann werdet jetzt alle tot. Boah, ich bin so der Baba, ne? Boah, Alter, nee, du bist voll geil. Also, und diese hat sie ihm halt schön dekoriert und in einen Weidenkorb überreicht und als er davon probierte, starb er. Ende der Geschichte. Was für eine geile Black Story. Ja, finde ich auch. Ihr habt dafür 10 Minuten gebraucht, also reife Leistung. Ja, das war's mal wieder von der heutigen Black Story. Henrik ist scheiße, Fabi ist scheiße, Graskopf ist scheiße, Patilabi ist cool und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich glaube, der Henrik müsste dann das nächste Mal wieder Graskopf, du hast das nächste Mal wieder, oder? Zuerst, dann ich, ja. Dann der Rest ist egal. Genau, und ja, das war's mal wieder von mir. Lasst ein Like da, abonnieren und die anderen auch, die in der Beschreibung sitzen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Heil Putin!